Also, wir rollen langsam los. Ja? Es regnet, aber ist uns egal, weil alle haben gute Laune und wir haben einfach alle Bock drauf. Seit 2016 ist die Stadt Gaggenau Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen. Und es war so der Startpunkt dafür, dass man sich intensiver mit dem Thema Fahrradfahren Gedanken gemacht hat. Wir hatten eine Arbeitsgruppe gebildet, haben in der Arbeitsgruppe geschaut, wo sind Schwachpunkte beim Thema Fahrradfahren, und haben dann relativ schnell gemerkt, dass es zwar in der Murgschiene doch relativ gute Fahrradverbindungen gibt, aber doch viele Punkte noch offen sind. Gibt es ein paar Melone und dann reiten wir weiter. Gell? Also einen wunderschönen guten Morgen. Heute am Pfingstsamstag hier 19:30 in Hörden und es tröpfelt. Ich begrüße alle, vor allen Dingen die Radfahrer und auch die, die nachher den Film sehen, hier an unserem Flößerbrunnen in Hörden und an der Flößerhalle. Und allein schon die Namen besagen ja unsere alte Geschichte der Flößerei. Und ja, heute kann man nicht mehr auf der Moik flößen, aber die Menschen haben eine neue Form der Bewegung gefunden, ein E-Bike oder zum Beispiel auch ohne E. Da müssen sie sich ein bisschen anstrengen. Und so sind die Radfahrer von heute Morgen in der Lage, nicht nur an der Murg unten gar genau zu erforschen, sondern auch die Bergdörfer oberhalb. Und so möchte sie gar genau jetzt heute erleben. Und dafür wünsche ich ganz viel Spaß und vor allen Dingen gutes Wetter, aber da oben kommt die Sonne. Das habt ihr auf jeden Fall. Ciao! Weg Hörden Richtung Sulzbach. Es sind noch alle dabei. Das Wetter wird besser. Reißt auf! Reißt auf! Nö, zum auf zum Schwimmbad! Hallo, willkommen in Gaggenau-Sulzbach. Wir sind ein wunderschönes, liebenswertes Dorf und ohne Durchgangsverkehr. Und wir stehen jetzt hier am Ende unserer Dorfstraße an unserem Bernsteinbad. Und wie Sie sehen, Sulzbach ist auch bei Regen schön. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei uns und würde mich freuen, Sie bei uns auch im Schwimmbadrestaurant zu sehen, das im Sommer über geöffnet hat. Und auch für Wanderungen sind wir sehr gut geeignet. Rundwege haben wir und
wir würden uns wirklich freuen, wenn Sulzbach ein bisschen bekannter würde, weil es lohnt sich, hierher zu kommen. Die Stimmung ist weiterhin gut. Blöd gebabbelt wird auch. Dafür sind meistens die Frauen verantwortlich. Willkommen im beschaulichen Michelbach. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu können. Ich denke, Michelbach zeichnet sich primär mal durch zwei Kriterien aus. Unseren historischen Dorfkern, da stehen wir jetzt gerade mittendrin. Wir stehen jetzt hier vor unserem Heimatmuseum, also ist immer ein Ausflug wert. Und darüber hinaus mit unseren 5 Gaststätten für ein kleines Dörfchen mit 2000 Einwohnern ist das schon ganz, ganz ordentlich mit Biergarten. Man kann also auch, wenn man radelt, eine schöne Pause machen, muss auch nicht in die Läden rein, kann draußen sitzen. Von daher kann man hier eine schöne Zeit verbringen. Michelbach, check, check. Michelbach, check, check. Ja, als Initiator der Strecke waren mir einige Dinge ganz wichtig. Zum einen, dass man eine Herausforderung hat als Mountainbiker, deswegen auch die ganzen knapp 2000 Höhenmeter, die es zu fahren gilt. Zum zweiten wollte ich Gaggenau von allen Seiten zeigen, das heißt, wir fahren durch alle Stadtteile von Gaggenau. Es geht an allen Schwimmbädern vorbei, es gibt schöne Aussichten, auch Aussichten, die viele bestimmt in der Form noch gar nicht gekannt haben. Also lohnenswert ist die Strecke auf jeden Fall. Hier Oberweier, das Dorf ist geprägt durch seine Kastanienwälder, die wir den Römern zu verdanken haben, die früher hier gesiedelt haben, in Richtung Winkel. Da gab es eine Villa Rustica. Ansonsten haben wir viel Natur zu bieten. Wir haben sehr tolle Streuobstwiesen hier drumherum und einen herrlichen Wald. Willkommen und viel Spaß hier im Ort. Hallo liebe Mountainbiker, wie ihr seht, stehen wir hier vor der Bäckerei Liedtke, wo ihr immer herzlich willkommen seid. Wir bieten eine tolle Verpflegung. Wir haben frisches Eis, Torten, Kuchen, süße Stückchen, aber auch herzhafte Sachen. Und natürlich tolle Getränke, Erfrischendes, genauso wie Kaffee. Also ihr seid herzlich willkommen, schaut vorbei und überzeugt euch selbst. We'll be right back.
zusammen. Ich als mittlerweile sehr motivierter Mountainbiker bin auch voll auf meine Kosten gekommen während der Tour. Es gab immer wieder schöne Sehenswürdigkeiten, die man begutachten konnte. Ich kenne mich mittlerweile auch relativ gut im Wald aus, deswegen waren einige Abschnitte für mich gewohnt, aber wiederum auch andere Abschnitte wieder komplett neues Neuland. Speziell jetzt die 7 Kehren am Eichelberg. Das war für mich einfach, ich sag mal, doch ein herausfordernder Abschnitt. Ich habe mir sagen lassen, diese 2,8 Kilometer haben etwa 10% Steigung durchgehend. Und ja, da kann man doch schon sehr gut ins Schwitzen, muss ich sagen. Da läuft die Brühgraser Runde. Simon, willkommen am Eichelberg. Ja, endlich oben. Schönes Wetter. Die Sonne scheint. Nee, waren wir gerade, sorry, Freiholzheim. Jetzt kommen wir da hoch. Und dann sehen wir weiter. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab bald Spaghetti oder sowas. Carbon Fiber. Wir haben schon die Hälfte der Höhenmeter. Ja, zu Freiholzheim gibt es auch einiges zu sagen. Da wohnen richtig nette Leute und normale Leute auch, so wie ich, wo samstags arbeite. Freiholzheim ist einer der kleinsten Orte von Gemeinde Gaggenau und der höchstliegende Ort vom Landkreis Rastatt. Ich denke, bei uns, die Freiholzheimer sind sehr hilfsbereit, auch gerade was die Flüchtlinge angeht, alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, stehen wir gern zur Seite. Und ansonsten, glaube ich, sind wir ein kleines, hübsches Dorf mit Mosbronn und Mittelberg. Unsere kleine Attraktion ist auch der Malberg oben, der zwar nicht uns Freiholzheimer gehört, aber wir denken immer, er gehört uns. Weg nach Mittelberg. In Mittelberg bin ich heute auch zum ersten Mal. Mache ich in meinem Leben noch nie. Wie ihr seht, bin schon gut. Verschwitzt. Wetter drückt wie der Teufel. Oh, Achtung, Ortsdurchfahrt Mittelberg. Ah, schon durch. Ja, ich fand die Tour sehr schön am Samstag und als ich gehört habe, dass man 900 Höhenmeter machen, habe ich gedacht, ja, da fährst du mit und irgendwann steigst du aus. Was ja die Tour auch ermöglicht, also man kann eigentlich von einigen Punkten wieder zurückfahren, nach Gaggenau in der Ortschaft. Und ja, ich habe es dann trotzdem geschafft und ich denke, es liegt einfach dran, man kann viele Pausen machen, man hat nicht so viele gewaltige Anstiege, also so 500-600 Höhenmeter auf einmal. Es ist ein ständiges Auf und Ab und ja, das hat es mir eigentlich erleichtert. Und die Verpflegung dazwischen drin ist natürlich auch gut. Es gibt etliche Möglichkeiten, wo man dann da
Speicher wieder füllen kann, die Muskeln ein bisschen massieren und die Landschaft genießen vor allem. Also ich als Jüngster an der Tour war für mich sehr anstrengend, viele Abschnitte. Trotz wurde ich von vielen also motiviert und das ist auch einfach der Großteil beim Fahrradfahren, einfach die Motivation gegenseitig. Und ja, man kann alles schaffen, wenn man genug motiviert ist. Spaß und im Laufe der Tour, auch wenn am Anfang das Wetter nicht so super war, hat sich wirklich gesteigert und die Gruppe, wir haben eine tolle Gruppe gehabt und die Gruppe hat sich gegenseitig motiviert und hat sich auch gegenseitig geholfen, dass wir alle gemeinsam ins Ziel kommen, egal ob jung oder alt. Das ist der Mauzestein hier. Super. Das ist der Mauzestein. Hey Björn, super, hat mir echt gefallen, bei deiner Tour dabei zu sein letzten Samstag. Mich persönlich hat es auch überrascht, dass ich neue Stellen kennengelernt habe rund um Gaggenau, die ich vorher, ja, ich habe es alles gesehen, aber ich bin dahin nie abgebogen, von daher war es echt super interessant. Ich selbst bin persönlich oft am Bernstein unterwegs und ja, geologisch, Bernstein gibt es seit 240 Millionen Jahren, wird aber erst seit 150 Jahren bewandert und das Besondere für mich persönlich ist, die nächste Ortschaft ist mindestens 3 Kilometer weg, sprich jeder Wanderer, Fahrradfahrer oder Sportler, der dort ist, ist auch wirklich zu Fuß oder mit eigener Muskelkraft dahin gekommen. Hallo Mountainbiker, Björn hat mich gefragt, ob ich was über das Mountainbiken in Gaggenau erzählen will. Klar, das kann ich, mein Revier wie euers auch. Und ich kann nur sagen, es ist gigantisch, wenn man auf dem Bernstein steht oder auf dem Eichelberg. Aber genauso auch, wenn man dann die Fahrt macht vom Nordschwarzwald, von der Hollisgrinde runter über den Ochsenstall. Es sind einfach gigantische Strecken und da tun es, glaube ich, viele beneiden. Ich bin auch in den Hochalpen, dort gibt es meistens nur eine Strecke, weil links und rechts geht es senkrecht runter. Hier mein Eldorado, jede Piste kann man fahren und manchmal kommt man in eine Sackgasse, das macht nichts aus, dann tragen wir das Fahrrad wieder hoch. Aber ich kann nur sagen, genießt den Tag und ich finde es einfach klasse, was ihr macht. Tschüss. We'll be right back.
natürlich auch super. Speziell hervorheben möchte ich da die Familie Heck aus Seelbach in der Krone. Da gab es echt gute Fleischküche. Sport hier im Murgtal ein bisschen mehr supported werden wird, einfach ein bisschen mehr Marketing. So eine Strecke, wie wir gefahren sind am Samstag, könnte man super in irgendwelchen Prospekten von Gaggenau bewerben. Und ja, das wäre eigentlich ein Anliegen, das ich hätte oder was, worüber ich mich freuen würde. Sehr, sehr gutem Zustand im Wald und denke ich auch bei jedem Wetter, egal ob bei Nässe oder auch im trockenen Zustand, sind sie wirklich, muss ich sagen, relativ gut befahrbar. Bei uns im Landkreis Rastatt teilweise ausgezeichnet für Premium-Wanderwege und ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglich wäre, mal eine Auszeichnung für Premium-Fahrradwege zu erhalten. Wandern, leck mich am Arsch, letzter Anstieg, am Limit, aber egal, es geht weiter. Puh, finally, we made it, yes, großer Dank an unseren Tourguide bis hierher. Der bummt auch ganz ordentlich. Leco mio, ja. Warum soll es ihm anders gehen als mir? Ja? Jetzt haben wir uns aber gleich ein Bierle verdient im Radstübel. Ich freu mich drauf. Zwei. Vielleicht auch zwei oder vielleicht auch 2+1, 3+1, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Also, bis später. Dann würde man auch wünschen, dass die 2-Meter-Regel in Gaggenau entfällt, zumindest für manche Strecke. Also ich könnte mir echt vorstellen, ein Trail, jetzt wie der Bernstein-Trail, den man ja eigentlich aktuell illegal fahren muss, wenn der offiziell freigegeben wird. Und wenn dann noch so eine Hütte irgendwo im Laufbachwald wäre, wo man dann im Abschluss noch ein Weizenbier trinken könnte, das wär jetzt. Man kann es ja links vom Murgtal am einen Tag, rechts vom Murgtal am zweiten Tag fahren. Also da ist für jeden was dabei, für die ganze Familie. Und am Ende kann man hier noch schön im Kurpark in Rodefels den Tag ausklingen lassen. Also von daher, ich bin schon dafür, dass man das hier
weiter fortführe, das Ganze. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Wenn es sich da hinhaut, dann hast du die Goldmedaille gezogen.